Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Updates bei Star Citizen. Offenbar gibt es da einige Probleme und ich möchte hier eine Lösung zeigen, wie man versuchen kann, trotzdem ein Update zu machen, wenn man jetzt eine ältere Version hat, als aktuell verfügbar ist. Wir haben hier erstmal die Versionsnummer stehen der Libraries, die wir momentan heruntergeladen haben, also auf dem Rechner haben. Und hier steht die Nummer des Launchers, also die Version des Launchers, der gerade hier geöffnet ist, der auf unserem Rechner verfügbar ist. Zunächst mal müssen wir sicherstellen, dass dieser Launcher aktuell ist und dafür, wenn er geöffnet ist, schließen wir den erst einmal und warten ein paar Sekunden, bis er auch wirklich im Hintergrund geschlossen ist. Und dann gehen wir in den Ordner, wo er installiert ist, und das ist hier euer Name, dann AppData, Rooming und RSI Launcher. Es kann auch sein, dass wenn ihr PTU habt, dass das dann heißt, gucken wir mal nach, RSI PTU Launcher. So, da gehen wir dann rein. Ich mache mal wieder zu, damit das nicht so ablenkt. Und in diesem RSI Launcher Ordner öffnen wir dann, löschen wir dann die beiden oberen Ordner Cache und GPU Cache. Einfach löschen, da könnt ihr gar nichts verkehrt machen. So, jetzt öffnen wir den Launcher wieder. Ich habe bei dem Launcher, bei der Verknüpfung so eingestellt, dass er immer als Administrator gestartet wird. Deshalb muss ich hier mit Ja bestätigen, kann ich euch auch nur empfehlen. Und spätestens jetzt hätte der Launcher, wenn es ein Update geben würde, sich selbst aktualisiert. Um jetzt zu prüfen, ob ihr oder ob neue Libraries verfügbar sind, also neuere als ihr auf dem Rechner habt, klicken wir im Launcher auf Settings und hier sehen wir, wo euer Library Folder ist, also wo die gespeichert sind. Und hier klicken wir einfach auf den Button Verify. Er prüft jetzt, ob was Neueres verfügbar ist, und hier würde dann halt auch zum Beispiel angezeigt, wie viele Dateien er noch runterladen muss. Da ich aber die neueste Version habe, hat er nichts heruntergeladen und stellt wieder diesen Launch Game Button bereit. Ich könnte jetzt also das Spiel starten. Das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis. Ihr müsst nur halt die beiden Ordner löschen. Die werden beim Start des Launchers wieder neu erstellt, wie ihr seht. Und dann führt ihr quasi eine Zwangsprüfung durch, indem er erst einmal sich selber prüft und dann über Verify die heruntergeladenen Libraries prüft. Normalerweise sollte dann alles wieder funktionieren und auf dem aktuellen Stand sein. Diese Methode könnt ihr auch machen, wenn das Spiel zum Beispiel mal nicht startet. Dann könnte es sein, dass Dateien beschädigt sind. Dann geht ihr am besten genauso vor, und wenn beschädigte Dateien gefunden werden, dann würde er sie herunterladen, wenn ihr Verify betätigt. Okay, das war kurz und knapp eine mögliche Lösung. Falls das auch nicht hilft, kann ich euch nur raten, auf der offiziellen Robert Space Industries.com Seite nachzuschauen. Ich werde einen entsprechenden Link in die Beschreibung kopieren und dort könnt ihr euch dann zusätzliche Hilfe holen, falls das hier nicht ausreichen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß in dem Game. Tschüss, bis zum nächsten Mal.